Interessiert es dich zu erfahren, was du vom Paragliding für dein Leben, für deine Selbstständigkeit lernen kannst? Dann bist du hier richtig bei dem heutigen Video. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Unternehmensnachfolge und wir helfen jedes Jahr vielen Menschen dabei, ihren nächsten wichtigen unternehmerischen Schritt zu gehen, von der Gründung bis zum Exit. Und die meisten Situationen, in denen Menschen zu uns kommen, entsprechen dem des Paragliders kurz vorm Absprung. Der Paraglider hat ein Ziel. Er will frei wie ein Vogel durch die Lüfte springen. Auf der anderen Seite schaut er nach unten und sieht paar hundert Meter mindestens nur die Tiefe im Tal und weiß, da ist potenzielle Gefahr, da ist ein hohes Risiko. Die Stimme im Hinterkopf des Ausbilders sagt ihm, du musst rennen. Und zwar so schnell wie möglich. Je schneller du rennst in das Nichts, in das Risiko, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Schirm aufgeht und dich trägt. Das Erste, was also der Paraglider braucht, ist nicht nur ein Ziel zu haben, frei wie ein Vogel zu schweben und sich des Risikos bewusst zu sein, sondern er braucht vor allen Dingen auch Mut, dass er sagt, wenn ich hier schnell renne, dann habe ich zwar ein Risiko und ich habe auch ein bisschen Angst davor, aber trotz der Angst renne ich los und vertraue darauf, dass der Schirm aufgeht. Aber der Paraglider oder du als Gründer brauchst jetzt nicht nur Vertrauen und Mut und ein Ziel, sondern du brauchst auch Zuversicht, also eine positive Erwartungshaltung, dass der Schirm auch aufgehen wird. Aber zu deinem Ziel und dem Mut und dem Vertrauen und die Zuversicht kommt jetzt noch der feste Glaube, dass das, was andere geschafft haben, das, was dir deine guten Ratgeber, der Trainer, die Ausbilder, die Mentoren, die Berater gesagt haben, dass das auch eintreten wird. Und damit dein Risiko beim Paragliding auch reduziert wird, also dass du nicht wirklich in Gefahr kommst, ist hinter dir ein Trainer, der sagt, wenn du aufhörst zu rennen, nun, dann muss ich dich zwar tragen, aber ich renne dann für dich und sorge dafür, dass dein Schirm auch in die Luft kommt. Und dazu lade ich dich auch ein, wenn du diese ganzen Punkte heute gehört hast, die alle zu überprüfen. Und ich lade dich auch ein, wenn du es zum ersten Mal machst, dass du dich selbstständig machst, dich gründest, dass du dir noch einen Mentor, einen Teampartner, einen Coach an die Seite holst, der dich daran begleitet, die ersten Wochen, die ersten Monate, die ersten Jahre deiner Selbstständigkeit, damit dein Schirm, deine Selbstständigkeit auch in die Luft kommt, dich trägt. Und zwar dorthin, wo du hin willst, in deine finanzielle und berufliche Freiheit. Wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du gerne jetzt mit Daumen hoch liken, den Kanal abonnieren und vor allen Dingen Gebrauch machen von unserem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir bieten es bundesweit an, deine wichtigsten Fragen zu beantworten, ob und wie wir dir helfen können, damit du dein Ziel erreichst. Und ich wünsche dir viel Erfolg, dass du in die Luft kommst, in die Freiheit kommst und deine Ziele erreichst. Und gerne sind wir dabei, dein Partner.